So, guten Morgen allerseits zum dritten Tag hier in Hamburg auf der Foskes 2024 hier vor Ort. Herzlich willkommen zum dritten Tag und auch die, die online sich zugeschaltet haben. Ja, ich freue mich jetzt mit dem Marco Lechner auf den ersten Vortrag. Du stellst neue Geoperspektiven vor und bist vom Bundesamt für Strahlenschutz. Der Marco ist langjähriges Foskes-Mitglied, war im Foskes-Vorstand und hat die Foskes schon zweimal nach Freiburg gebracht. Und jetzt freuen wir uns auf deinen Vortrag. Ah, da war er. Oh, okay. Dann können wir jetzt beginnen. Danke, Astrid, für die einführenden Worte. Ja, es ist nicht mein erster Foskes-Vortrag. Das Bundesamt für Strahlenschutz hat 10 Jahre lang digital souveräne Softwareentwicklung betrieben und wird es auch noch weiterhin tun. Und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Also die Perspektiven nach vorne, die kommen natürlich gegen Ende des Vortrags. Aber ich möchte einen kleinen Rückblick nach 10 Jahren einfach auch geben. Das heißt, da werden auch Facetten drin sein jetzt, die manche von Ihnen, die schon regelmäßige Foskes-Gängerinnen und Gänger sind, dann einfach auch schon mal irgendwo in Teilen gesehen haben. Aber nach 10 Jahren habe ich mir gedacht, ist es vielleicht auch mal ein Anlass zu sagen, mal ein Resümee zu ziehen. Sind wir da damals den richtigen Weg gegangen? Würden wir den wieder gehen? Und wie gehen wir ihn auch weiter? Für die, die aber das erste Mal hier sind und von uns noch keinen Vortrag gehört haben, was ist das Bundesamt für Strahlenschutz? Nur ganz kurz angeschnitten, die Aufgaben sind zumindest für die Facette, die wir in unserer Abteilung abdecken, nämlich den radiologischen Notfallschutz, ist es die großräumige Ermittlung der Radioaktivität in verschiedenen Medien und der Gamma-Ortsdosis-Leistung, also solche Sonden, wie Sie hier auf der rechten Seite sehen, stehen 1600 Stück über Deutschland verteilt und messen im 10-Minuten-Takt Radioaktivität. Und dann gibt es noch andere Erhebungen, aber all diese Daten, das können Sie sich hier natürlich auf einer Foskes gut vorstellen, haben alle einen Ortsbezug und deswegen kommen wir sowieso nicht ohne Geodaten aus. Ich selbst bin auch Geograf, von daher bin ich in eine Welt der Physiker eingetaucht, als ich beim BFS begonnen habe. Wichtig ist auch eine Aufgabe, die damit zusammenhängt, nämlich die Entwicklung und den Betrieb von Entscheidungshilfesystemen und über die Gesetzgebung auch festgelegt, das zugehörige Informationssystem des Bundes wird unter der Bezeichnung IMIS, Integriertes Mess- und Informationssystem über die Überwachung der Umweltradioaktivität zusammengefasst und vom Bundesamt für Strahlenschutz betrieben. Was möchte ich jetzt Ihnen kurz vorstellen? Ich möchte am Anfang mal gucken, der Rückblick 10 Jahren, was war am Anfang, wie sind wir das Ganze angegangen, strategisch, was für Schwierigkeiten sind zwischendurch aufgetaucht, was waren wichtige Parameter, die uns vielleicht an die Stelle gebracht haben, wo wir heute sind und gegen Ende dann den kleinen Ausblick aktuelle Felder, aktuelle Herausforderungen, wie soll es denn jetzt weitergehen, damit wir den Open Source Communities und auch der Foskes treu bleiben können. Am Anfang war die Idee oder in diesem Fall eher die Gesetzgebung. Es gab eine Novellierung des Strahlenschutzgesetzes beziehungsweise vorher hieß es Strahlenschutzvorsorgegesetz und das hat dazu geführt, dass es bis dahin ein Notfallschutzsystem, also IT-Systeme gab. Das war ein monolithisches Java-Konstrukt, Nutzer aus den Ländern, Länderbehörden hatten dann spezielle Klienten, mit denen sie über dezidierte Internetleitungen darauf zugreifen konnten. Aber es war natürlich auch schon eine Art GIS im Einsatz. Aber die Gesetzgebung hat mit dem Strahlenschutzgesetz neue Anforderungen geschaffen, die dazu geführt haben, dass wir gesagt haben, diese neuen Anforderungen, die können wir mit dem bisherigen System überhaupt nicht erfüllen.
sind auch neue Techniken auf dem Markt. Wir müssen uns hier einen anderen Weg suchen. Das ist also die Geoperspektive 1, der alte erste GIS-Klient, mit dem radiologische Lagen, radiologische Ereignisse zu bewältigen waren. Mittlerweile ist er ja Geschichte und letztendlich um den Schutz der Menschheit vor Radioaktivität zu gewährleisten. Das Zweite, was damals vor über 10 Jahren aktuell war, war das GOZG, war veröffentlicht worden, auch schon ein paar Jahre ins Land gegangen, entsprechende Verbindlichungen kamen auf. Das heißt, wir waren plötzlich auch beauftragt, unsere Daten, unsere Messdaten, die bis dahin nur intern gehalten wurden, auch der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Das heißt, es gab die ersten Versuche. Mit einem Java-Client, mit einer Java-Anwendung kann man dann natürlich nicht mehr weit kommen. Web-Anwendung war erforderlich, also haben wir den ersten das prototypische WebGIS, unser erstes Geoportal entwickelt und entwickeln lassen. Von der Manpower ist es immer so, dass wir das über Dienstleister dann mit realisieren können. So viele Leute sind wir dann leider nicht. Aber das war zumindest der erste Weg, und wie es so häufig ist, ist der Prototyp dann auch produktiv genommen worden und hat zumindest die Anforderungen des GOZG zu Beginn erfüllt. Nichtsdestotrotz, die größere Anforderung an das IMIS, eine wirkliche Neuentwicklung zu machen, hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, nee, Altsystem wird weggeschmissen. Oder perspektivisch abgelöst natürlich, und wir wollen ein neues System machen und wollen da aber einfach neue Ansätze angehen. Wir haben eine Strategie entwickelt, die unter dem Namen Koala seit einigen Jahren immer mal wieder auftaucht. Koala heißt komponentenorientierte Architektur mit langfristiger Ausrichtung. Was steckt da dahinter? Die Komponentenorientierung, die natürlich so schon im Namen steckt, und wenn man sieht, das neue Konstrukt, das damals für das gesamte IMIS-System entwickelt wurde, sieht schon schön in Komponenten, in mehreren Schichten aufgeteilt aus und ist weg von einem monolithischen Konstrukt. Was steckt hinter der Komponentenorientierung auch noch? Warum haben wir gesagt, wir wollen komponentenorientiert den Weg gehen? Weil es immer so ist, die einzelnen Komponenten sollten für sich isoliert auch lauffähig sein, und vor allen Dingen sollte, wenn eine einzelne Komponente in der Umsetzung in Frage gestellt wird, diese ersetzbar sein, ohne das Gesamtsystem damit auch in Frage zu stellen. Der zweite und ich glaube der wichtigste Schritt oder die Entscheidung, die wir da gegangen sind, war Open Source First zu diskutieren und auch umzusetzen. Wir haben Regeln festgelegt, haben gesagt, wenn wir Komponenten haben, dann können wir schauen, für welche dieser Komponenten, Teilanforderungen, wie immer man es nennen möchte, haben wir denn bereits Software im Open-Source-Umfeld zur Verfügung, können diese direkt einsetzen. Dann müssen wir nur noch die anderen Komponenten außenrum entsprechend entwickeln. Das war der erste Schritt, was wir da direkt praktisch ohne Anpassungen, also Konfiguration natürlich schon eingesetzt haben und immer noch einsetzen. GeoServer, GeoNetwork, Mapfish Print für Drucksachen. Wir haben aber auch andere Komponenten drin, die wir selbst entwickelt haben. Zweiter Schritt, wenn es eine Komponente für eine Komponente, für eine Anforderung, eine Software gibt, die schon nah dran ist an den Anforderungen, aber eben noch nicht unseren Anforderungen genügt oder irgendwelche kleineren Funktionalitäten fehlen, aber die Anpassbarkeit offensichtlich ist, dann wollen wir dies mit dieser Komponente, mit der Weiterentwicklung tun und entsprechend dann natürlich auch diese Änderungen in die Communities, in die Projekte zurückfließen lassen. Was bedeutet das in der Praxis? In der Praxis bedeutet das, wenn ich einen Dienstleister habe, der mich da auch personell unterstützt, auch mit einer besseren Entwicklungsexpertise, dann geht es nicht nur darum, jemanden zu suchen, der Java, JavaScript oder irgendwie noch bestimmte Frameworks abdeckt. Es gilt dann, jemanden zu suchen, der auch selbst in Communities engagiert, involviert ist, denn sonst besteht einfach die Gefahr, dass dieses tolle Feature, das nur wir wollen, einfach überhaupt nicht in die Community zurückportiert wird, das vom Projekt nicht aufgenommen wird, und dann ist es ja noch schlimmer, dann haben wir plötzlich einen Fork am Bein, und den wollen wir mit Sicherheit nicht pflegen, das möchte auch der Steuerzahler nicht unbedingt finanzieren. Das hat aber ganz gut funktioniert, weil wir das nämlich bereits in Ausschreibungen mit involviert haben.
Und der letzte Schritt von Open Source First für die Komponentenanforderungen, das sind dann gar nicht mehr so viele gewesen, wo es wirklich nichts auf dem Open Source Markt gibt, wo man sagen kann, hier, da haben wir aber noch eine Lücke, eine funktionale, da haben wir gesagt, gut, da müssen wir dann selbst in die Entwicklung gehen und dann aber auch mit der Konsequenz, das auch entsprechend zu veröffentlichen. Das heißt, aktuell auf github.com/openbfs sind die tatsächlichen Eigenentwicklungen, die Komponenten, die das BFS für sich entwickelt hat. Das ist vor allen Dingen eine Software zur Verwaltung von Labordaten, weil das Bundesamt für Strahlenschutz die radiologischen Labordaten von den Ländern einsammeln muss oder darf und dann auch veröffentlichen kann. Das sind Komponenten, die direkt von uns entwickelt wurden und dann veröffentlicht wurden. Wenn ich immer sage von uns, dann schließt das aber die Dienstleister, die uns an der Stelle unterstützen, mit ein. Wichtig in der Koala-Strategie, der dritte Punkt, Standards, Standards, Standards. Klar, nachdem wir gesagt haben, alle unsere Messdaten haben einen Geobezug, versuchen wir auch innerhalb der einzelnen Komponenten, wenn die miteinander kommunizieren, wo es möglich und sinnvoll ist, OGC-Standards einzusetzen, nicht nur für die Veröffentlichung der Dienste nach draußen. Im radiologischen Umfeld gibt es jetzt noch ein paar fachspezifische Standards, die an der einen oder anderen Stelle noch eingesetzt werden. Aber auf die gehe ich nicht vertieft ein. Das sind Konstrukte, wo man sich überlegen kann, ob die an der einen oder anderen Stelle nicht über generischere Standards vielleicht sinnvoller abgedeckt werden könnten. Das wäre aber ein anderer Vortrag. Ohne Hilfe geht es nicht, hatte ich schon ein paar Mal angedeutet. Die Manpower haben wir nicht, um ein so großes Migrationsprojekt, die kompletten radiologischen Notfallschutzsysteme des Bundes neu zu entwickeln. Also war es erforderlich, uns entsprechend Dienstleistungen hinzuzukaufen, Unterstützung hinzuzukaufen. Und das war auch auf diversen FOSCIS-Konferenzen hier schon mal Thema, insbesondere die 22er FOSCIS-Konferenz sei vielleicht hervorgehoben, wo genau das, wie kann ich eigentlich als Behörde aus dem öffentlichen Bereich agil ausschreiben, da haben wir auch einiges dazu beigetragen. Das war ja bei der FOSCIS-Konferenz 22 ein sehr großes Thema. Im FOSCIS-Wiki beispielsweise findet sich auch ein paar PDFs von Ausschreibungen, die wir als BFS gemacht haben, die exemplarisch genutzt werden können, wie vielleicht agil ausgeschrieben werden kann. Der Knackpunkt letztendlich dahinter, und das ist ein bisschen auf der Abbildung der gelbe Bereich, wir kaufen kein Produkt ein, sondern wir kaufen Code und Entwicklungsunterstützung und Wissen ein, aber der Bereich dahinter, der muss dann auch von uns dafür mit abgedeckt werden. Auch die Verantwortung für das Produkt teilen wir, es gibt aber sozusagen kein Grob- und Feinkonzept und die Abnahme, sind denn alle Features da? Im Kleinen natürlich schon, weil man kleinere Aufgaben verteilt, aber im Großen und Ganzen trägt man das Projekt gemeinsam und das abzuliefernde Produkt von Seiten des Dienstleisters ist letztendlich der Git-Push auf unser Repository. Das heißt aber auch, dass man in-house, und jetzt komme ich so ein bisschen auf die Strukturen, die in-house auch dann erforderlich sind, in der Behörde zu schaffen sind, möglichst irgendwie da sein sollten oder entwickelt werden müssen. Wenn es größere Projekte sind, hat man da unter Umständen ja auch ein paar Jahre Zeit und kann das mitnehmen. Das hat sicherlich bei uns auch einige Zeit gekostet. Das heißt, Code, der geliefert wird, muss dann bezüglich Release-Management, Build, Package, Deploy und Publish Chains innerhalb der Behörde abgedeckt werden. Das heißt, bei uns ist es tatsächlich auch technisch so, wir haben einen, in dem Fall SCM-Manager, in dem die Codelieferungen ankommen. Wir haben anschließend über Jenkins einen Build-Server, natürlich viel Containerisierung mittlerweile dabei, Repositories für Artefakte, für Installationsdateien und am Ende, letzten Endes dann die Veröffentlichung auf OpenBFS. Und das ist etwas, was wir selbst in der Hand haben und selbst durchführen. Das ist sozusagen dann nicht mehr Aufgabe der Dienstleister. Was es natürlich auch bedeutet, ist, dass meine Kolleginnen und Kollegen entsprechend selbst auch Entwicklungsumgebungen haben müssen, selbst auch sich bis zu einem gewissen Maße zumindest, soweit es unsere Anforderungen sind, auch DevOps-Kenntnisse aneignen müssen,
Und das ist natürlich in so einer Behörde immer so ein Zusammenspiel. Wir sind ja letzten Endes doch eine Fachorganisationseinheit und der steht natürlich die IT gegenüber. Und dann ist es natürlich immer so ein Zusammenspiel, was ist jetzt doch so stark, dass es eigentlich als IT-Dienstleistung innerhalb der Behörde realisiert sein sollte oder was kann, weil es doch so spezifisch auf die eigenen Anforderungen zugeschnitten ist, dann über die Fach-OE realisiert werden. Was brauche ich noch dazu, wenn ich gesagt habe, die Leute, Kolleginnen und Kollegen müssen entsprechend oder sollten sich dieses Wissen aneignen, müssen sie natürlich die Motivation dazu haben. Ich brauche motivierte Kolleginnen und Kollegen, die genau das wollen. Heißt aber auch umgekehrt, es ist eine Chance und ich habe das meistens eher als positiven Aspekt gesehen und wahrgenommen. Als Pflicht an der Stelle. Ganz wichtige Punkte sind Wissensmanagement und, was ich vielleicht bei der Ausschreibung auch noch vergessen habe, wir kaufen nicht nur Codelieferungen ein, wir kaufen auch den Wissenstransfer mit ein, also auch die Aufgabe, uns selbst zu qualifizieren, soweit Qualifikationsbedarf bei uns besteht, ist in den Dienstleistungsverträgen mit abgedeckt. Heißt letztendlich auch, dass man Workshops mit Code-Reviews machen kann, wo man auch sagen kann, hier, erklärt uns das mal ein bisschen genauer, warum habt ihr das genau so umgesetzt, was natürlich zwar Zeit und Geld kostet, aber letzten Endes, glaube ich, auch sehr positiv für die Qualität der Entwicklungen ist. Was auch dazu gehört, ist Community-Building zu betreiben. Es genügt nicht, den Code zu bekommen, Geo-Server selbst bauen zu können, sondern es geht auch darum, selbst als Behörde zu sagen, die Pflege dieses Produktes, das für mich eine wichtige Funktion erfüllt, die kann ich auch dadurch erreichen, indem ich in die Community eintauche, indem ich auf einer FOSGIS-Konferenz teilnehme, auch da Vorträge halte, indem ich aber auch selbst schaue, wie ich mich an den jeweiligen Communities beteiligen kann. Und das haben wir versucht. Ich hatte vorhin aber auch so ein bisschen oder in meinen Vortragsankündigungen gesagt, fehlgegangene Wege, Sackgassen, in die wir geraten sind, das ist sicherlich im Bereich der Community-Pflege, der Beteiligung an den Projekten, die wir eigentlich besser machen könnten. Das läuft für mein Verständnis noch ein bisschen zu oft indirekt über den Dienstleister. Damit haben wir auf Fos4G und FOSGIS-Konferenzen mittlerweile seit 2016 über 10 Vorträge gehalten, die unterschiedliche Facetten immer wieder beleuchten. Innerhalb des BFS sind wir an der Stelle ein bisschen, haben wir eine Sonderrolle eingenommen, weil dadurch, dass wir für eine Behörde, sage ich mal, eine Bundesbehörde innovativ an der Stelle waren, zumindest innerhalb des BFS, gelten wir dann auch als Good Practice Beispiel, haben auch ein bisschen geguckt, nachdem der Terminus digitale Souveränität so en vogue wurde, haben wir gesagt, machen wir doch eigentlich schon seit Jahren, haben dann innerhalb unserer OE auch eine Reifegradanalyse entwickelt, wie digital souverän sind wir eigentlich. Da gab es auch letztes Jahr dazu auf der FOSGIS-Konferenz einen Vortrag, da verweise ich dann einfach nur an der Stelle darauf. Wichtig ist mir aber, dass ich Ihnen zwei Messages in dem Bereich mitgeben möchte. Ausstiegs- und Migrationsstrategien müssen von Anfang an mitgedacht werden. Wenn ich ein neues Konstrukt mir überlege und sage, diese Anforderung habe ich, dieses Produkt möchte ich beschaffen, proprietär oder Open Source, wie auch immer, immer gleich sagen, was ist denn, wenn ich in 5 oder 10 Jahren aus diesem Produkt wieder aussteigen muss, denn der Wert steckt üblicherweise nicht in der Software an sich, sondern in den Daten und Inhalten, die über Jahre eingepflegt werden. Und wenn ich mich schon mit der Beschaffung in den Vendor-Login begebe und nie mir Gedanken gemacht habe, wie komme ich da irgendwann auch wieder raus, dann baue ich hier einen sehr hohen Berg an technischen und organisatorischen Schulden auf. Das heißt, unser jetziges IMIS 3 nach 10 Jahren, es sitzt schon ein paar Jahre in Betrieb, auch intensiv in Übungen eingesetzt. Vom radiologischen Notfallschutz sind wir immer in der Situation, dass wir unsere Software, die wir entwickeln, eigentlich nie richtig einsetzen wollen. Aber in Übungen tun wir das natürlich viel. Wir haben auch das öffentliche Geoportal, das den alten
WebGIS-Klienten den ersten mittlerweile abgelöst hat, wo die Bevölkerung sich jederzeit informieren kann über die radiologische Situation in Deutschland. Unser E-MIS hat aber auch neue andere Facetten. Wir haben andere Produkte ausgekoppelt, die letztendlich nur unsere Dienste nutzen. Wir haben natürlich intern die Labordatenanwendung, die aber auch sehr stark mittlerweile von Bundesländern nachgefragt wird, weil die das in dem Bereich auch gegebenenfalls mitentwickeln werden. Das ist so der Ansatz des ersten Community-Buildings von einer Eigenentwicklung, die wir machen. Und letztendlich Entscheidungen werden im radiologischen Notfallschutz von den Stäben an, auf Basis von Dokumenten getroffen. Das heißt, auch ein Content-Management-System, das Spezialfunktionen enthält, ist Teil des gesamten IMIS. Da sind Karten dann natürlich reduziert auf PDFs und Abbildungen. Das ist für mich natürlich ein bisschen schade, aber für Stabsstrukturen und schnell zu treffende Entscheidungen einfach noch das aktuelle Maß. Aktuelle Felder, wie geht's weiter mit dem Weg bis jetzt? Vielleicht hat man das auch ein bisschen gemerkt, sind wir zufrieden, haben eigentlich gemerkt, dass wir auf Änderungshinweise, Wünsche, die aufgetreten sind, immer ganz gut reagieren konnten. Und das waren im Laufe der 10 Jahre nicht wenige. Das war auch wichtig bei unserer Strategie, dass wir gesagt haben, wir wollen ein System, wo wir immer wieder auf Störungen von außen reagieren können. Das ist definitiv gelungen. Die nächsten Schritte, die wir gehen werden, und dann bin ich auch schon fast mit meinem Vortrag am Ende, ist, wir arbeiten gerade daran, eine Visualisierungsfactory mit Kartenwidgets zu realisieren, die auf Apache Superset basiert. Da gibt's, ich glaube, in der zweiten Session dann auch noch einen Vortrag dazu von der Firma Terrestris Dashboards. Da haben wir auch unsere Finger mit drin. Wir sind gerade dabei, auch für das BFS ein gesamtes Datenportal mitzuentwickeln. Da kommt auch der Impuls eher von unserer Seite. Wir sind allerdings auch die OE, die die meisten Daten bei uns hat, zumindest wenn es solche sind mit Geodatenbezug. Aber hier geht es natürlich darum, ein allgemeines Datenportal, nicht ein Geoportal zu schaffen und unsere Dienste und Daten entsprechend zu integrieren. Und aktuelle Felder, ich habe gesagt, auf Neuerungen reagieren. Wir hatten vor über 10 Jahren mit XJS angefangen als JavaScript-Framework. Mittlerweile haben wir die Erkenntnis, das war zwar gut über die Jahre, aber es ist einfach an der Stelle nicht mehr zukunftsfähig. Da steht uns jetzt natürlich eine größere Migration, in dem Fall zu React, an. Da habe ich noch keinen Screenshot, auch wenn wir kurz davor sind. Und ein großes Thema, ich hatte gesagt, radiologischer Notfallschutz. Eigentlich wollen wir nicht, dass irgendjemand auf unsere Anwendungen gucken möchte, weil dann ist eigentlich irgendein Problem vielleicht da oder zumindest nur low level. Aber wenn irgendwo mal ein radiologisches Ereignis eintritt und die außenpolitische Situation ist ja momentan nicht ganz so rosig, dann wird die Nachfrage plötzlich sehr, sehr groß sein. Und das ist natürlich prädestiniert für einen Cloud-Betrieb mit einem hochgradigen Maß an horizontaler Skalierbarkeit. Und da sind wir gerade dabei, mit einem Projekt im ersten Schritt unseren öffentlichen Teil, denn der ist da der kritische, auch tatsächlich in die Cloud zu bringen. Ganz unten steht GeoServer Cloud. Das ist noch eine der Komponenten, die kritisch sind, weil sie noch nicht so richtig Cloud-ready sind. Aber mit GeoServer Cloud ist da ja auch gerade ein Projekt im Entstehen und Werden und vielleicht auch breiter werden, wo wir uns sicherlich auch mit engagieren werden. Danke, das war es von meiner Seite. Und dann ist vielleicht noch ein wenig Zeit für Fragen, aber das überlasse ich Astrid. Ja. Ja, herzlichen Dank, Marco, für den tollen Vortrag. Ja, sehr beeindruckend zu sehen, was ihr, in welchen Feldern ihr da alles aktiv seid und sehr beruhigend auch. Es gibt sehr viele Fragen und ich fange mal an. Erstmal eine Frage, wie groß ist denn da euer Entwicklerteam? Also wir sind bei uns im Fachgebiet, das hauptsächlich für die Koordination zuständig ist, aktuell ein paar Fluktuationen, 13 Personen, aber es ist nicht so, dass diese 13 Personen alle Entwicklungsaufgaben haben. Also es ist nicht die einzige Aufgabe, die unser Fachgebiet abdeckt. Von daher sind das keine Vollzeitäquivalente an der Stelle, aber es ist schon ordentlich. Allerdings ist es auch mittlerweile ein komplexes System geworden. Und ich hatte ja gesagt, ohne Dienstleister geht's nicht. Wir haben 4 größere Firmen aus dem Open-Source-Umfeld hier unter Dienstleistungsverträgen, die entsprechende Umfänge haben. Allerdings, das möchte ich auch betonen, die komplette Neuentwicklung hat von den
Aufwänden finanzieller Art weniger gekostet als früher vom proprietären System rein die Wartungskosten. Okay. Ja, dann gibt es Fragen rund um die Sicherheit. Gab es im Haus Sicherheitsbedenken, Eigenentwicklungen als Open Source zu veröffentlichen? Wenn ja, wie ist man damit umgegangen? Das war eigentlich, also die Frage der Veröffentlichung aktiv auf GitHub selbst unter OpenBFS war relativ straightforward, weil die Argumentation war, wir haben vorher festgelegt, dass unsere Komponenten unter einer freien Lizenz zu entwickeln sind und wenn wir sie nicht veröffentlichen, können wir niemand anderem verbieten, auch nicht unseren Dienstleistern, dies zu tun. Wir haben eine GPL V3 gewählt damals und von daher haben wir dann lieber gesagt, wenn, dann wollen doch wir auch die sein, die es wirklich veröffentlichen. Und an Sicherheitsbedenken, da greifen ja dann die entsprechenden Mechanismen auch und ich für meinen Teil bin sowieso der Meinung, dass Open Source Software eher sicherer ist als proprietäre. Ja, dann noch eine Frage zu Dienstleistern. Wie schwierig war es, den beauftragten Dienstleister mit FOSS zu beauftragen? Welche Schwierigkeiten, Hindernisse gab es bei OS First? Die Schwierigkeit besteht ja eigentlich, also ich glaube, das Konstrukt ist eher die Frage, ob das immer auf die Strukturen übertragbar ist. Weil die Art und Weise, wie wir aufgeschrieben haben, ist eigentlich nicht schwierig, weil wir nicht gesagt haben, wir wollen dieses Produkt und es ist fertig, es muss dann fertig sein zu den und den Fixkosten, sondern wir haben ja gesagt, wir wollen etwas entwickeln und wir erwarten in den nächsten 3 Jahren einen Unterstützungsbedarf von Entwicklungsstunden in einem bestimmten Umfang. Und dann greift ein bisschen das Angebot, wie günstig wird angeboten, aber auch welche Qualifikationen bringt die Firma mit. Und das war eigentlich der interessante Teil daran, auch zu sagen, in der Leistungsbewertung des Angebots können wir mit abfragen, ist denn die Firma in der Community verankert? Trägt sie selbst zu einem Projekt bei von den Komponenten, die in dem Dienstleistungsvertrag mit abgedeckt werden soll? Oder ist es selbst eine Firma, die nur nutzt, und ihr Geschäftsmodell darauf ausbaut. Und das konnten wir in die Leistungsbewertung mit einbeziehen und sorgt natürlich auch dann dafür, dass wir, sage ich mal, sehr gute und effizient arbeitende Firmen an der Hand haben. Und wir arbeiten sehr gut mit denen zusammen. Ja. Ja, herzlichen Dank, Marco. Das hört sich ja nach einer guten Erfolgsstory an. Wir müssen leider aufgrund der Zeit jetzt zum Ende kommen. Herzlichen Dank nochmal, Marco.